Ich hatte die Autobiografie von Oskar Maria Graf, den ersten Teil der Autobiografie, bereits besprochen. Dabei handelt es sich um Wir sind Gefangene. Ein sehr mitreißendes Buch, das geschrieben worden ist, so Mitte der 20er Jahre und den Zeitraum umfasst von dem ausgehenden 19. Jahrhundert auf dem bayerischen Land, dann die Flucht von Oskar Maria Graf in die Stadt München, seine Rekrutierung, die Teilnahme am Ersten Weltkrieg, die Niederlage, die Aufstände, die dann gegen das Kaiserreich, die damit verbunden waren, die Münchner Räterepublik und die Niederschlagung dieser Räterepublik. Damit endet der erste Teil der Autobiografie. Das Phänomen, um das es sich handelt, ist, dass Oskar Maria Graf einen zweiten Teil geschrieben hat. Und zwar einen zweiten Teil, der tatsächlich dann 1918 den Faden wieder aufnimmt und weiterspinnt bis 1933. Was kurios ist bei dieser Geschichte, ist, dass er das erst 40 Jahre später geschrieben hat. Und zwar aus dem New Yorker Exil. Da war er, im ersten Teil war er ungefähr 30 Jahre alt und als er den zweiten Teil, als er den ersten Teil geschrieben hat, war er ungefähr 30 Jahre alt. Den zweiten Teil hat er geschrieben, da war er 70, kurz vor seinem Tod. Und da lagen schon viele Jahre Exil hinter ihm. Er ist nämlich 1933, wo dieser Roman, um den es jetzt geht, aufhört, ging er ins Exil erst nach Österreich, nach Wien und von da nach Brünn in Tschechien bis 1938. Und 1938 ist er dann in die USA gegangen, nach New York City, wo er dann 1967 auch gestorben ist. Also er ist zwar hinterher noch ein paar Mal zurückgekommen nach Deutschland, aber er hat eigentlich 1933 Deutschland verlassen und ist nie mehr dort heimisch geworden. Das Buch, der zweite Teil der Autobiografie, heißt Gelächter von außen und der Untertitel Aus meinem Leben 1918 bis 1933. Gelächter von außen erklärt sich aus dieser langen Zeit des Exils und es ist ein Rückblick. Und dieser Rückblick ist nicht vergleichbar mit dem dynamischen, sehr impulsiven Roman Wir sind Gefangene, sondern es ist die Erinnerung und Reflexion eines alten Mannes, der mit dem Wissen der Weltgeschichte, wie sie weitergegangen ist, diese Jahre noch einmal betrachtet. Das muss man im Kopf haben. Und man muss im Kopf haben, dass der mündliche Erzähler Oskar Maria Graf, der er war, er kam aus der mündlichen Erzähltradition. Es gibt auch einen wunderbaren Aufsatz von Walter Benjamin darüber, inwieweit die mündliche Erzähltradition mit welchen Berufsgruppen die zusammenhängt. Also Graf gehörte sicherlich zu dieser Erzähltradition. Er hat immer alles, was er geschrieben hat, auch portionsweise allen möglichen Leuten vorgelesen, um aus den Reaktionen zu erfahren, ist er auf dem richtigen Weg in Bezug auf die Darstellung, die Stilmittel, die Syntax und diese ganzen Geschichten. Das hatte er alles nicht mehr. Also er war in New York ein Fremdkörper. Er hat sich da sehr wohl gefühlt, also um das gleich von der Hand zu weisen, dass er da ein unglücklicher Mensch gewesen ist, aber er hatte nicht mehr die Produktionsbedingungen, die ein mündlicher Erzähler braucht. Es gab einen Stammtisch, den er selber gegründet hat, den es heute sogar noch gibt, wo heute natürlich ganz andere Leute sitzen. Das waren aber damals alles Exilierte, also alles Deutsche, die haben auch fliehen müssen aus Deutschland und von denen bekam er eine bestimmte Resonanz, aber das war nicht mehr das, was er kannte aus den Wirtshäusern und von den unterschiedlichen Gruppen oder Milieus, in denen er tatsächlich verkehrt hat. Und da wären wir eigentlich auch schon bei dem Roman.
der tatsächlich ein Rückblick ist. Also es gibt den Erzähler, den wissenden Erzähler, der bei Wir sind Gefangenen noch nicht so vorhanden ist. Es gibt den wissenden Erzähler und es erscheint erstmal so, wenn man das liest, da ist ein reflexiver, älterer Mann, der sich sehr viele Gedanken macht über menschliche Verhaltensweisen, über die eigene Unzulänglichkeit, ja, der die Größe hat, über seine eigenen oft niederen Motive nachzudenken und der sich nichts mehr vormacht, der sich gar nichts mehr vormacht in Bezug auf die eigene Person und jemand, der natürlich weiß, wie die Geschichte weitergegangen ist. Und so ist das Gelächter von außen eine Beschreibung zunächst mal, wie er selber als Person durch diese Zeit gegangen ist. Und die verschiedenen Milieus, in denen er sich bewegt hat. Ja, also wie er dann tatsächlich an die Schriftstellerei gekommen ist, das war ja erst mehr oder weniger eine Schnapsidee, wie er angefangen hat, in verschiedenen Genres sich auszuprobieren. Also er hat Kalendergeschichten geschrieben, um an Geld zu kommen. Er hat Bauerngeschichten geschrieben. Er hat Auftragsarbeiten angenommen und hatte im Hinterkopf immer dieses Wir sind Gefangene, ja, das er dann später erst abgeschlossen hat. Also in der Weimarer Republik zwar noch, aber zunächst mal hat er mit allem Möglichen sein Geld verdient. Er hat das Bayerische Dekameron geschrieben für einen Erotikverlag in Wien. Die gekommen sind und gesagt haben, Mensch, schreib doch mal so über das bayerische Land und die dort praktizierte, vorhandene und anzügliche Erotik und solche Geschichten. Das hat er alles gemacht, um an Geld zu kommen, um existieren zu können. Er hat in den unterschiedlichsten Milieus gelebt. Ja, er war sicherlich, was man in Bayern, ich weiß nicht, wie man es in Bayern nennen würde, aber er war in den Biergärten, er war in den Brauerhäusern, er war natürlich in den Schwabinger Cafés präsent. Das heißt, er hat in der Schwabinger Bohème seinen Platz gehabt, er hat an den Stammtischen seinen Platz gehabt, er hat in den politischen, also in dem linken politischen Milieu seinen Platz gehabt. Er beschreibt auch, wie er auch wieder durch eine ganz kuriose Geschichte ist, der Dramaturg wurde von der Münchner Arbeiterbühne. Also einem Zusammenschluss vor allen Dingen sozialdemokratischer Arbeiterinnen und Arbeiter, die ihrerseits Theater haben wollten. Saß er dann plötzlich als Dramaturg und erzählt dann auch die wildesten Geschichten, also mit welchen Unzulänglichkeiten man zu tun hat. Also da auch sicherlich die erste sehr ja, mehr lakonisch erzählt, dass ein gewisser Bertolt Brecht um die Ecke kam mit Trommeln in der Nacht, die er da aufgeführt haben wollte und er ihm dann gesagt hat, ich brauche gar nicht weiterlesen, das können wir hier nicht aufführen, da sind viel zu viele Personen, das können wir feuerpolizeilich gar nicht machen. Also das heißt, es hat zum Teil sehr viel anekdotische Anteile. Auf der anderen Seite immer aber auch einen Teppich. Und dieser Teppich beschreibt die konkreten Lebenswelten und da kann er über mehrere berichten. Ja, also wie gesagt, Bohème, Schriftstellerei, mit Handwerkern hatte er zu tun. Er war natürlich auch Schieber, also das heißt, er hat mit bestimmten Dingen gehandelt, die knapp waren. Es gab Inflation und es gab Not. Er hatte Verbindungen zum Land und so weiter und so fort. Und er beschreibt, dass diese Milieus, die er alle kannte, eigentlich nicht wahrhaben wollten, was sich da anbahnt. Ja, also auch ein Hitler taucht auf. Ob es tatsächlich so der Fall war, kann man nicht sagen. Aber irgendwie haben sie ihn mal aus dem Atelier geschmissen, weil er da anfangen wollte zu agitieren. Die Gefahr, in der die neue Republik war, ist
den meisten nicht so bewusst geworden. Und immer wie ein dunkles Grollen kommen diese Geschehnisse an diese Menschen heran. Und die Burschikosität, mit der der alte Oskar Maria Graf kurz vor seinem Tod über seine eigenen Unzulänglichkeiten berichtet, sind eigentlich oder sind Resultat der Erkenntnis, dass man kollektiv versagt hat in Bezug auf die tatsächliche Einschätzung der Gefahr, die mit dem deutschen Faschismus einhergeht. Also man erfährt eine ganze Menge Dinge, die historisch verbrieft sind auch. Ja, sein berühmter Aufruf, als dann die Nazis die Bücherverbrennung gemacht haben, er fand seinen Namen nicht auf der Liste. Und er dann einen Protestbrief geschrieben hat, bitte verbrennt mich, ich habe doch immer die Wahrheit gesagt. Das hat er dann schon aus Österreich gemacht, also da war er schon im Exil. Diese ganzen Geschichten kann man rekonstruieren. Es tauchen viele bekannte Namen auf, Franz Jung, Wieland Herzfelde, Georges Gross, und er hat sie alle gekannt. Insofern ist das auch nochmal sehr interessant, wie vor allen Dingen auch wie die Beziehung war zwischen der Münchner Bohème und den intellektuellen Kreisen in Berlin. Das ist alles sehr interessant. Aber das, was unter die Haut geht, ist die Gutgläubigkeit an eine demokratische Tradition, die in Deutschland gar nicht verankert war, die dazu geführt hat, die reale Gefahr zu unterschätzen, weil man sich nicht vorstellen konnte, dass diese Paarung aus Bestialität, Barbarei und Rücksichtslosigkeit tatsächlich Erfolg haben konnte. Und das blinde Vertrauen in die demokratischen Institutionen, von denen man glaubte, die wären so stark, dass sie alles retten könnten. Das ist eine sehr brisante Aussage, die wir uns heute vielleicht auch auf der Zunge nochmal zergehen lassen sollten. Ja, es ist ein einzigartiges Dokument in deutscher Literatur. Es ist einzigartig, weil der zweite Teil dieser Biografie zeitlich anknüpft am ersten, aber zwischen der Niederschrift des ersten Teils und der Niederschrift des zweiten Teils lagen 40 Jahre. Und in diesen 40 Jahren war der Großteil Betrachtung aus dem Exil. Ich kann es Ihnen nur empfehlen, Oskar Maria Graf, Gelächter von außen, aus meinem Leben 1918 bis 1933.